Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ihr werdet wahrscheinlich alle gar nicht benachrichtigt, wie immer. Das ist der erste Livestream seit ungefähr einem Monat. Sagt all euren Freunden, Verwandten, Bekannten Bescheid, damit sie aufmerksam werden, weil meistens wird man gar nicht, die meisten werden gar nicht benachrichtigt. Obwohl komischerweise ist es jetzt viel mehr, die in kurzer Zeit reinkommen, als noch vor diesem zweiten Lockdown. Ja, subhanallah. Auf jeden Fall, alhamdulillah. Leute, heute war die Wahl gewesen. Ja, ein Wunder, heute eine Benachrichtigung bekommen, ne? Scheinen einige eine Benachrichtigung bekommen zu haben, weil beim letzten Mal, wo ich es eigentlich zu guten Zeiten gemacht habe, ja, ist ja kein Mensch mehr reingekommen, weil keiner benachrichtigt wurde. Alhamdulillah, das Imperium schlägt zurück, liebe Geschwister. Auf jeden Fall, liebe Geschwister. Heute war die Wahl in Deutschland gewesen. Und eine Freude ist, dass die AfD nicht stärker geworden ist als beim letzten Mal. Und das könnte dazu führen, dass diese Euphorie, die diese Partei mitgebracht hat, verfliegt. Wollen wir es hoffen? Denn wir wissen ja, dass diese Partei offen islamfeindlich ist. Wir wissen ja, ich habe keine Lust auf dumme Fragen jetzt. Ja, bitte Fragen zum Thema. Hört einfach mal zu. Ja. So, das ist schon mal gut, dass diese Euphorie anscheinend etwas verflogen ist. Worüber ich mich auch freue, ist, dass die CDU mal einen Denkzettel bekommen hat. Allerdings weiß man natürlich nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Ja. Nochmal, ich freue mich, dass die CDU einen Denkzettel bekommen hat, aber ich kann nicht sagen, dass die Zukunft besser wird. Im Allgemeinen wird die Zukunft schlechter werden, denn der Islam wird siegen. Und der Islam siegt erst, nachdem er am meisten bekämpft wurde. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: لَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Und so sind sie standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden und obwohl sie bekämpft wurden, bis unsere Hilfe zum Sieg zu ihnen kam. Das heißt, sie haben öffentlich aufgerufen, wurden bekämpft, haben weitergemacht, wurden bekämpft, wurden der Lüge bezichtigt, wurden Schaden zugefügt, bis zum Ende der Sieg kam. Bei Nuh a.s. durch die Sintflut, beim Propheten Muhammad a.s. durch die Hijra und durch die Ereignisse nach der Hijra am Ende, Fathu Mekka und so weiter und so fort. Das heißt, das Leben ist eine Probe für uns. أَحَسِبَ النَّاسُ أَيُّتْرَكُوا أَيَّكُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim, haben die Menschen gedacht, sie werden in die Ruhe gelassen, nur weil sie sagen, wir glauben und sie werden nicht auf die Probe gestellt. Und dabei haben wir die vorhin schon auf die Probe gestellt, auf das Allah die ihn kenntlich macht, die Wahrheit sagen, das heißt, die sagen nicht nur, wir glauben, sondern die glauben wirklich, und auf das er die Lügner kenntlich macht. Die Lügner, die immer sagen können, wenn es gemütlich ist, wir sind gläubig, ich bin Muslim, Alhamdulillah. Aber sobald der erste Windzug kommt,
fangen sie an, sich wie die Munafikun zu verhalten. Das heißt, es ist nicht damit zu rechnen, dass es leichter wird. Wir müssen die Herausforderungen der Zukunft annehmen. Ja? Aber trotz alledem freue ich mich, dass die einen Denkzettel bekommen haben und dass die AfD nicht weiter stärker geworden ist. Dann mal eine Frage. Team Todenhöfer, wie viel Prozent haben die bekommen? So als kleine neue Partei. Ja, schick den Livestream ruhig weiter. Weiß einer? Was für Wählen, Bruder, dein Ernst? Was erzählen wir denn hier? Wir erzählen gerade darüber, wie die Ergebnisse geworden sind. Über Wählen reden wir gar nicht. Bitte vernünftige Fragen und keinen dummen Schwachsinn labern. Boah, immer die Leute, die irgendetwas versuchen reinzuinterpretieren, ja, und nichts verstanden haben. Kaum 1%? Okay. Steht nirgends. Ist noch nicht bekannt. Hat noch nichts gepostet. 10%? Boah, das wäre aber gewaltig. Das wäre aber gewaltig. Naja. Bruder, guck mal. Alle diese Parteien, diese großen Parteien vor allen Dingen, sind keine Islamfreunde. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Alle. Allerdings ist es klar und deutlich, dass die AfD mit ihrer antimuslimischen Haltung ganz stark bei den Islamhassern Wähler sucht. Das muss man ganz klar und deutlich sagen. Aber auf jeden Fall hat die AfD auch Vorteile. Klar, die hat auch Vorteile. Aber die Nachteile sind so groß, dass die Vorteile ausgeblendet werden. Okay. So. Guck mal, es geht gar nicht so sehr darum, was du gerade sagst mit der Partei von Todenhöfer. Ich wollte eigentlich auf etwas anderes eingehen. Ja? Es geht gar nicht so sehr darum, ob man mit der Partei von Todenhöfer weiterkommt. Ja? Weil sie werden sowieso, weil es eine kleine neue Partei ist, sie werden sowieso die Macht nicht bekommen in Deutschland. Und ja, aber wenn sie, ihr müsst euch vorstellen, die Wahl ist so ein bisschen wie so Angebot und Nachfrage. Okay, ihr müsst euch das so ein bisschen vorstellen. Die Wahl ist so ein bisschen wie Angebot und Nachfrage. Ja? Die Partei bietet etwas an, wo sie aber auch weiß, dafür gibt es eine Nachfrage. So ist ja auch die AfD entstanden. Die wussten, da gibt es Leute, die sind unzufrieden mit dem System. PI News, der absolute Block für die Islamhasser und so weiter und so fort. Und dann haben die auf einmal ein Angebot gegeben. Hier, das ist eigentlich, AfD ist eigentlich Angebot für Dove. Ja, so. So, das sind für die Leute, die Islam hassen. So, das ist ein Angebot. Das ist ein bisschen wie Angebot und Nachfrage. Und diese Parteien, das sieht man ja an dem Laschet, die machen so gut wie alles, um irgendwo ihre Stimmen zu bekommen. Wie man zum Beispiel sieht bei einer christlichen Partei, die auf einmal sogar für die gleichgeschlechtliche Ehe ist. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, eine Partei, eine christliche Partei, die für die gleichgeschlechtliche Ehe auf einmal ist. Ich habe das ja eben gepostet. Das ist eigentlich ein absoluter Witz. Das ist ein absoluter Witz, ist das. Und das zeigt eigentlich, wo man hier gelandet ist. Aber warum machen die das nur? Weil sie wissen, damit können sie Stimmen bekommen. Das ist ein bisschen Angebot und Nachfrage. So.
Und es kann durchaus sein, der Vorteil für die Muslime kann durchaus sein, wenn die Partei von Totenhöfer viele Stimmen bekommt, dass sie sich Gedanken darüber machen, warum bekommen sie diese Stimmen. Nämlich, weil sie bei der Hetze gegen die Muslime nicht mitmachen. Und nochmal, Betonung. Es gibt keine Partei in Deutschland, die perfekt islamisch ist. Nur damit man genau Bescheid weiß. Und nochmal, ich habe nicht gesagt, dass es jetzt besser wird. Ja, so, und hier möchte ich etwas, ich habe ja auch immer AfD, Ahnungslose für Deutschland, habe ich auch immer gesagt. Bruder, eine muslimische Partei, da müssten wir wahrscheinlich viel zu viele Kompromisse in unserer Religion machen, um dort eine Partei zu machen. Und ich sehe das auch nicht als den Weg zum Sieg für den Islam. Ich denke, für uns wäre es viel, viel wichtiger, dass wir uns als Muslime für die Dawa engagieren. Das ist der Weg, mit dem wir etwas erreichen können. Das ist der Weg, mit dem wir etwas erreichen können. Aber da möchte ich jetzt auch nicht enger drauf eingehen, ja, weil es ist sehr, sehr unrealistisch.